das ruckelt ein bisschen. Vielleicht sollte ich trotzdem. Ja, es geht. Ist eigentlich in Ordnung, ne? So, wir können hier bei Fractured immer noch dieselben Sachen machen wie vorher, aber es hat sich, wie gesagt, ein bisschen was verändert. Wir haben hier ja diese Startstadt, wo wir hier das ein oder andere machen können, wo man hier Sachen in die Bank legen kann. Wo wir natürlich hier diese Häuser nutzen können, um irgendwelche tollen Sachen zu machen. Anscheinend gibt es hier schon ziemlich krasse Crafting-Sachen. Okay. Wir haben hier die Zaubertische, die kennen wir ja noch, wo wir dann unsere Sachen, die wir dabei haben, zum Beispiel unseren Dolch hier, den könnten wir theoretisch verzaubern. Dafür würde man dann hier spezielle Sachen, zum Beispiel die Knochen benutzen. Das kennt ihr vielleicht alles noch, wenn ihr mal früher eingeschaltet habt. Wir haben ja auch so, schon so tolle Moonbeam Flowers. Ach ja, genau, ich habe das alles noch auf Englisch, ne? Aber wir lassen das auch mal auf Englisch. Wir können das ja manuell übersetzen. Schade, was auch immer noch ist, wir haben leider, obwohl die Beta jetzt schon relativ lange läuft, Tutorial Quest Buggy. I got the preset saved and memorized, but it's not progressing. Weiß ich gerade nicht, was er damit meint, dass es nicht progressing. Ach so. Ich helfe mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Did you also rest at Fire and Memorize it? So. Ja, Okay, Strange. Okay, ich bin aber eigentlich nicht hier, um hier irgendwelchen anderen Leuten zu helfen. Aber wir sind ja ganz uneigennützig. Nein, wir wollen hier natürlich ein bisschen was schaffen. Also ich könnte natürlich schon ein paar Zauber machen, aber das will ich gar nicht. Ich will hier weiter ein bisschen rumgucken. Wenn wir uns die Karte mal angucken, sehen wir hier, dass anscheinend alles aufgedeckt ist. Krass. Wir sehen hier auf jeden Fall kolossale Sturmkonstrukte. Also hier sind die Altare, wo man, also diese Zeichen sind die Altare, wo man Biester rufen kann. Ah, hier ist das Jötunlager. Hier gibt es dann sehr viel Eisen auf jeden Fall. Hier sind die Häfen. Mit den Häfen kann man ja woanders hingehen. Und es gibt hier ja verschiedene Städte. Ich bin gerade mal am gucken. Es gibt nämlich auch eine Stadt von Zenith? Nein, das ist die nicht. Eine Stadt, die von uns war, von der New Order-Fraktion. Ich glaube aber tatsächlich, die ist anscheinend gar nicht. Ich glaube, es gibt. Ich dachte eigentlich, es wären zwei Städte, also eine hier und eine auf Myr. Aber anscheinend gibt es doch nur die auf Myr. Oder es sind zwei Städte auf Myr. Das kann auch sein. Muss ich nochmal nachgucken. Das wäre natürlich ganz schön, weil nur wenn wir auch in eine Stadt gehen, können wir halt wirklich viel erreichen und viel machen. Andererseits gibt es auch nach wie vor die Möglichkeit, außerhalb von der Stadt ein bisschen was. Jetzt wollte ich eigentlich gucken, wo wir als erstes hingehen. Ne? Es gibt nach wie vor natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, außerhalb der Städte ein bisschen was Schönes zu machen. So, hier gibt es Steinminen, es gibt hier Eisenminen. Vielleicht bleiben wir tatsächlich erstmal in der Region, weil wir hier relativ zentral dann angebunden sind. Und relativ wichtig wird es sein, an Geld zu kommen für uns, weil ohne Geld, hier sind, ich glaube, das sind alles die Cityplots, ne? Hier waren wir ja zwischenzeitlich schon mal unten. Da gibt es dann ein paar Häuschen, die man bauen kann. Und da können wir uns einrichten, da müssen wir einmal Gold bezahlen und danach immer wieder regelmäßig einen Betrag an, kostet das, glaube ich, 2000 Gold pro Woche. Müssen wir erstmal so, schauen, wie das war. Einen gewissen Grundstock an Gold überhaupt zusammenkriegen, weil ich will hier nicht so mega oft spielen. Das war hier das, ne? Also will ich vielleicht schon, aber wir sollten zumindest erstmal ein bisschen Puffer haben, bevor wir hier richtig loslegen. So, also, was können wir erstmal noch tun? Wir sehen, was neu gekommen ist. Ich habe mich nicht im Detail über alles informiert, aber eins der Features, was jetzt zum Beginn oder jetzt so nach ein paar Monaten der Beta dazugekommen ist, oder ein paar Wochen, Monate, sind schon Monate, ist hier die Temperaturanzeige. Es gibt hier jetzt, geht runter bis minus 50 Grad und plus 50 Grad. Je nachdem, in welches Gebiet man kommt, gibt es verschiedene Vor- oder Nachteile. Und eigentlich sind es fast nur Nachteile. Das heißt, wenn uns kalt ist, dann kämpfen wir schlechter. Wenn uns warm ist, kämpfen wir auch schlechter. Ach, guck mal, hier gibt es schon Steindeposits. Da können wir hier schon Stein ernten. Sollen wir das mal machen? Dann lernen wir nämlich direkt Steine. Oder auch nicht. Ja, okay, oder auch nicht. Na gut, vielleicht lernen wir auch nicht Steine.
Hier können wir ein bisschen was mitnehmen. Das sind nochmal ein paar kleine Steine. Wir gehen jetzt erstmal hier in diese Richtung. Oh, da ist schon der erste Wolf wieder. Ja. Uiuiui, das ist aber schon wieder hier ganz schön krass, ey. Was die da schon wieder. Bumm. Also dieser Wolf, der haut schon rein, ne? Also das muss ich schon sagen. So, ich muss natürlich nochmal gucken hier, welche. Okay, also so machen wir definitiv mehr Schaden. Okay, wir haben einen Wolfskopf gekriegt und ein bisschen Fels. Oh, und nun Direwolf haben wir gelernt hier. Die sind große, aggressiven Wölfe, aber die kennen wir ja schon. Von denen können wir später auch noch Sachen lernen. Ah, und man sieht sogar was. Charge. You and every ally within 10 meters from your position move 50% faster. Okay, also wir können dann 50% schneller rennen. Interessant. Hier sehen wir übrigens die ganzen Tiere, die es gibt. Es gibt im Moment 22 Tiere, weil nämlich, ich meine, Pferde sind derzeit nicht implementiert. Die kommen erst noch und ein Schneeball haben wir. Oder sollten wir lieber auf Deutsch stellen? Warte, ich gehe mal doch hier auf deutsche Settings, weil wir wollen ja, Deutsche, wir wollen ja möglichst schon auch noch Fehler reporten, wenn wir welche finden. Und dementsprechend möchte ich da natürlich dann zu beitragen. Und das können wir natürlich besser, wenn wir das Ganze auf Deutsch machen. So, wir ernten das eine oder andere. Wir müssen erstmal, das ist ja nach wie vor das Wichtigste, wir müssen erstmal viele Erfahrungspunkte kriegen. Denn das Kämpfen ist jetzt bei Fractured unwesentlich schwieriger geworden. Also ich möchte meinen, es ist doch deutlich schwieriger geworden. Wir haben es ja gesehen beim letzten Mal. Hat natürlich auch daran gelegen, dass es gelaggt hat, bis zum geht nicht mehr. Aber das Kämpfen ist schon schwierig geworden, muss ich sagen. So. Wobei, also wenn wir das so jetzt machen. Oh, was war das jetzt für ein interessanter Bug? Sehe hier, was haben wir hier? Rohes Bärenfleisch. Das Ä sieht sehr süß aus. Tierknochen und Tierfett. Okay, den Bären haben wir erledigt. Das ging doch recht gut. Wir haben ja, glaube ich, auch ein paar Sachen gelernt. Oh, was ist denn hier los? Was seid denn ihr für Viecher? Okay. Die halten aber einiges aus, ne? Die halten einiges aus. Die sterben auch gar nicht. Finde ich gut. Die haben sich da irgendwie festgebackt. Das heißt, da können wir jetzt erstmal ein bisschen farmen. So. Dann farmen wir die erstmal, die armen Tiere. Das sind Elche. Mooseball. Okay. Scheinen Elche zu sein. Poing, poing. Also der durchschlagende Schuss, der ist natürlich auch ziemlich gut. So. 30 Wissenspunkte natürlich auch immer noch. Das ist halt. Oh, ja, wenn ich natürlich gegen den Stein schieße, dann kann das alles nichts bringen. Also Wissenspunkte sammeln ist im Moment das Wichtigste. Und wir sehen, unsere Mana-Regeneration ist nicht wirklich gut. Ey, lauf doch nicht weg. Na ja, gut, dann läuft er halt weg. Unsere Mana-Regeneration ist nicht wirklich gut. So, ich fessel dich mal. Ja, jetzt haben wir schon kein Mana mehr. Okay, vielleicht habe ich meinen Charakter doch nicht wirklich gut ausgewählt. Oh, was will der denn hier, der Wolf? Nee, den wollen wir jetzt nicht hier haben. So, nehmen wir alles mal mit. So, einfach mal alles mitnehmen, was wir so kriegen können. So, jetzt kommt hier gleich ein Wolf. Ah, wir schießen ja zwei Pfeile, ne? Wieso schieße ich denn zwei Pfeile? Ist ja mega geil. Ach so, ah, das war, weil ich hier irgendwas aktiviert hatte. Ja, aber du kannst mich mal, du kleiner Wolf. Der kann mich doch nicht ganz so. Der macht doch ganz schön Damage, ne? Und tschüss. Gut, das war's für den Kill. So einen Wolfskopf brauche ich eigentlich nicht. Die liegen einfach zu viel. Die liegen zu schwer im Magen. Liegen auch einfach zu viel rum und nehmen Gepäck weg. Die nehmen Gewicht weg. Das ist mir ein bisschen zu viel. So, aber wir sehen, wir sind noch. Was ist der Bereich, wo wir jetzt gerade sind eigentlich? Ist das der Bereich, wo wir gerade sind? Also 10 Grad haben wir gerade. Ach ja, genau. Hier, diese beiden Balken sind, ist der Bereich, der gut ist. Und da sind wir anscheinend noch ganz gut da drin. Oh, okay. Hier, das nehmen wir mit. Und Tschüsschen.
Dankeschön. So, noch ein paar Wissenspunkte gekriegt hier. Noch so coole Fähigkeiten. Also gegen die Wölfe kommen wir ganz gut klar, ne? Ich glaube, das waren die Spinnen letztes Mal, die uns wirklich Probleme bereitet haben. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut, was wir hier so alles erledigen. Die hier hinten, die erledigen wir auch. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, was sammeln wir denn als erstes? Also was haben wir denn vor? Wir wollen natürlich ein bisschen die Welt erkunden. Dazu muss ich halt stärker werden, sonst kommen wir halt nicht weit. Wir brauchen, wir müssen auch natürlich restigen, nächtigen irgendwo. Sonst kommen wir nämlich auch nicht weit voran. Und wir müssen was essen, aber um Essen mache ich mir keine Sorgen. Essen bekommt man ja ständig überall. Ständig und überall. So, Zauberabklingzeit läuft noch, lief noch, ist vorbei. Okay, ich hoffe auch, dass der Ton halbwegs in Ordnung ist. Wenn der hinterher rumspinnt, dann wäre das richtig doof. Und wenn das ja die ganze Zeit dieses nervige Zischen von der Bogensehne dann zu hören ist. Das wäre nicht so geil, aber ich glaube, es geht. Ich habe mir größtmögliche Mühe gegeben, das vorher noch ein bisschen auszutarieren. So, 30 Wissenspunkte, schön. Nehmen wir hier das Leder mit. Das können wir nämlich auf Märkten auch. Wir können auch auf Märkten Sachen verkaufen, wie zum Beispiel Fleisch, das wir nicht brauchen. Dadurch können wir zum Beispiel dann auch Gold kriegen. Also das sollten wir dann auch definitiv tun. Ja, okay. Das sollten wir nämlich definitiv tun. Das heißt, ich gucke jetzt mal tatsächlich, in welche Richtung sollten wir gehen, um eine Stadt zu finden. Wir könnten nach Jötundra gehen, wo es allerdings kalt wird. Oder wir gehen. Wo sind denn hier die ganzen Städte? Die sind alle hier hinten irgendwo. Klar, die wollten natürlich sich alle irgendwie einen Hafen gönnen. Wahrscheinlich ist die Stadt hier unten am geschicktesten. Das ist eine Stufe 9 Stadt. Hier Stufe 8. Noch eine Stufe 9 Stadt. Stufe 15. Lotus Garten. Ja, die ist natürlich stark, ne? Da unten sind tendenziell auf jeden Fall mehr Städte als hier oben. Das heißt, vielleicht gehen wir doch lieber nach Süden runter. Auch wenn ich gerne ins Schneegebiet will, aber vielleicht ist das ein bisschen zu früh. Das heißt, wir folgen vielleicht einfach mal dem Hauptpfad, gehen hier runter und dann biegen wir hier erstmal nach The Mopus ab. Machen wir das erstmal. Und zwischendurch gucken wir natürlich hier mal rein, was wir so alles finden. Also der Schwarzbär, 2% haben wir nur, das ist noch nicht viel. Von denen hier haben wir, von den Elchen haben wir jetzt 10% und so weiter. Verlorene Fabeln und so weiter. Rüstung, genau, Rüstung wird uns ja verbessert. Das hatte ich auch in den ersten Teilen schon mal erklärt. Wenn wir hier genügend Rüstung craften, dann können wir auch die Rüstung ja verbessern. Was sagen denn unsere Skill Points, Talente? Also wir können einen weiteren Talentpunkt erwerben für 2500 oder eine weitere Fähigkeit freischalten, die wir aber alle noch nicht können. Ich glaube, wir haben schon alles freigeschaltet, was wir können. Flinkheit können wir freischalten für 3000 Punkte. 5% schneller und besteht automatisch alle Ausweichenparaden bestehen wir. Oder Ausweichenprüfung, wie auch immer. Und die Waffengewicht hell. Na gut, das meint natürlich nicht hell, sondern leicht. Weil natürlich light im Englischen, ne, ist leicht oder hell. Das ist schon mal was, was man anmerken kann bei der deutschen Übersetzung. Das ist was, was man nochmal irgendwann verbessern kann. So, wir sehen, wir sind auf der Straße unterwegs. Wir sind ja auch relativ schnell hier unterwegs. Wir gucken, wir müssen hier natürlich rechts und links trotzdem noch alles im Blick behalten. Eieiei, meine Güte. Abklingzeit läuft ganz schön lange dafür. So, jetzt haben wir mal durch alle durchgeballert. Sehr schön. 30 Wissenspunkte gibt das immerhin. Also es ist schon einiges. 30 Wissenspunkte für einen so einen Kill. Das heißt, wenn wir 100 erledigen, kriegen wir 3000. Ey, wo will die denn hier, die Hirschkuh? So. Okay. Das haben wir auch. Boings. Alter, geil, jetzt haben wir mal richtig hier was rausgehauen. Und danach gehen wir weiter. Das Gute ist, wir werden die jetzt nur einmal jetzt hier erledigen und sobald wir das dann natürlich auf 100% haben, dann muss ich auch keine von denen mehr umhauen.
Das ist dann der Vorteil, den wir haben. Ist fies, aber dann haben wir es dann hinter uns. Das finde ich cool, dass man automatisch hier alles lootet, was in der Nähe ist, anscheinend, dass hier gleich beide Fenster aufgehen. Das finde ich eine sehr schöne Neuerung. Das finde ich sehr gut. Und was ich auch gut finde, ist, dass ich jetzt erstmal was futtern könnte. Und zwar was hier im gehäuteten Fuchs. Oh nee, den kann ich gar nicht essen. Das hier, der gehäutete Fuchs ist noch gar nicht gegrillt. Den muss ich natürlich noch mal ein bisschen grillen irgendwann. Vorher kann ich den nicht futtern. Da ist ein Kürbis. Habe ich schon Kürbis? Okay. Das wird interessant. Schaffen wir das? Okay. Irgendwie schießt er hier auf irgendwelche anderen Spinnen. Okay. Warum schießt er nicht auf die Spinnen? Warum schießt er nicht auf die Spinne? Was ist da los? Okay, das ist irgendwie ein bisschen buggy. Hat automatisch zwar irgendwie. Oh, was? Jetzt bin ich hier überladen. Okay. Oh, was ist denn das für ein krasses Ding hier? Er hat mir Mana ausgesaugt, würde ich mal sagen. Aber die schwarze Witwe haben wir jetzt besiegt, möchte ich mal sagen. So, und wir sind fast überladen. Das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, wir könnten hier so einen Wolfskopf wegschmeißen. Den brauchen wir eigentlich echt nicht. Aber was haben wir denn noch? Aha. Irgendwelche Blätter. Die wiegen natürlich nichts, das ist egal. Wolfspelze. Also der Wolfskopf, der wiegt natürlich viel, ne? Das ist natürlich schon ordentlich. Die Samen, die würde ich ganz gerne behalten. Tierknochen. Gut, die haben wir natürlich bis zum geht nicht mehr. So. Und hier wurde irgendwas anderes. Irgendwelche Spinnen haben wir hier noch erledigt, die hier sonst rumliefen. Oder so. Kann das sein? Weiß ich nicht. Neue Pflanze vielleicht noch? Nee, oder auch nicht. Kürbis. Kürbis vielleicht noch. Komm. Ja, den Kürbis haben wir noch nicht gehabt, aber da haben wir uns gebackt. Also das Spiel ist schon noch ein bisschen buggy, ne? Ist aber halt auch die Beta. Und wir müssen natürlich alles bedenken. Das hier auch anscheinend. Oh, die schwarze Witwe auch nur 2%. Das heißt, das kostet uns auch einiges an Zeit, bis wir das hier vernünftig dann hochgelevelt haben. Da können wir einige umnieten. Aber die bringen natürlich auch relativ viel Erfahrung. Das ist natürlich dann auch der Vorteil. Dadurch, dass sie so viel Erfahrung bringen, können wir da relativ schnell dann auch neue Fähigkeiten freischalten. Sobald wir die komplett entdeckt haben, geben die halt keine Erfahrungspunkte mehr. Und das ist dann natürlich doof. So, lustig wird auch, wenn wir dann irgendwann nur noch also wenn wir die Hirschkühe irgendwann gar nicht mehr, oder die sind ja keine Hirschkühe, sind ja Elchkühe, wenn wir die irgendwann gar nicht mehr erledigen müssen, weil die dann schon auf 100% sind. Aber das gute männliche Leittier, was dabei ist, das dann leider noch nicht 100% hat. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel Rumrennen und relativ wenig Sehen. Das ist jetzt halt ziemlich viel Grinden, was es in dem Spiel ja eigentlich nicht so in Hülle und Fülle geben soll. Ich nehme mal hier nur die wichtigen Sachen mit. Die Tierknochen lasse ich jetzt mal da, davon haben wir genug. Leder könnte man aber, denke ich, ganz gut irgendwo verkaufen. Und Fleisch generell auch. Möchte ich mal meinen. So, wir kommen jetzt in ein Stadtgebiet, wo wir jetzt das Haus claimen könnten. Dafür brauchen wir aber. Ach so, nee, wir müssen hier eine Gruppe von 20 Siedlern haben, die in der Stadt dann sind. Ja, genau. Weil das hier eine unbesetzte Stadt ist. Wir müssen ja in. Ich höre. Ach so, ist mein Bogen, der gerade rumzischt. Ja, das ist ja hier eine unbesetzte Stadt. Wir müssen ja zu einer bereits besetzten, damit wir irgendwie ankommen. Und ich hoffe, dass wir die überhaupt noch erreichen. Oh, okay. Überhaupt noch erreichen. Bevor es dann richtig Probleme gibt. So, die schwarze Witwe. Aber die war eigentlich immer schon ganz gut zu besiegen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich da beim letzten Mal mich so schwer getan habe. Aber jetzt, dieses Mal geht das ganz gut. So, wir sind überladen. Ja, also tschüss, Wolfskopf. Und wie kann man die nochmal aufteilen? Mit Steuerung. Ja. So, machen wir hier mal 39 und dann schmeißen wir die mal weg. Die wiegen ja einiges. Und der Kürbis wiegt auch so viel.
Ja, komm, futtern wir den Kürbis mal. So, sind wir ein bisschen schneller. Wir sollten uns jetzt nämlich, weil wir nicht so mega viel Energie haben, echt auf den Weg irgendwie machen. Im Notfall suchen wir uns ein paar kleine Steine und machen ein Lagerfeuer. Da können wir auch nächtigen. Sollte ich allerdings auch vorher aufpassen, dass wir wirklich genug Steine auch zusammenkriegen. Oh, was ist das für eine? Was ist das für eine Spinne? Die könnte ein bisschen krasser sein. Was ist das für eine? Wie viel Schaden hat die schon genommen? Oh, ne, die hat noch nicht viel Schaden genommen. Aber das wird so eine Nahkampfspinne sein. Die wird wahrscheinlich uns hier. Okay, ich weiß nicht, was die für crazy Sachen macht. Sie scheint sich erstmal zu heilen. Okay, sie scheint sich erstmal zu heilen. Und mir da zeitgleich auch Leben abzuziehen. Eine vampirische Spinne. Ah, okay. Die saugt mich aus. Verstehe. Die saugt einen aus. Sie saugt mir das Blut aus den Adern, wie mir scheint. Aber es hat sie nicht geschafft. Aha, ich lebe nämlich noch. So, jetzt müssen wir kurz hier uns aufheilen. Könnte ich das schaffen? Oh, theoretisch schaffe ich das locker. Ich habe ja im Notfall auch noch meine. Im Notfall habe ich ja auch noch meine Verbände. Mit denen kann ich auch mich noch heilen, wenn es denn nötig wäre. So, jetzt bin ich schwächer geworden. Oh. Aber irgendwie mache ich die jetzt ganz gut down hier, die Spinnen. Ich bin schon wieder überladen. Was ist denn hier los? Was wiegt denn hier so schwer? 0,2, 0,3. Das wiegt alles nichts. Oh, hier, Fuchspelz, 3 Kilo. Puh, weil es 3 Stück sind natürlich, ne? Weicher Tierpelz. Aber der Fuchspelz, der ist bestimmt was wert. Würde ich mal meinen. Ja, was wiegt denn hier? 83% haben wir doch erst. Wir sind erst so 83% überladen. Ist doch okay. Ah, die Äste, ne? 2 Kilo. Hauen wir die mal weg. Äste findet man eher als Steine. Weil Bäume einfach überall rumstehen. Steine sind tatsächlich so ein Problem. Bei Steinen, da bin ich schon öfter mal knapp vorm Sterben gewesen, als. Was ist das denn für eine hier? Was will die denn hier? Ah, das ist so eine böse, glaube ich, die mich letztes Mal richtig geärgert hatte, ne? Die Wolfsspinne. Ja, das war die Spinne, die mich letztes Mal richtig geärgert hat. Die waren richtig böse letztes Mal. Stimmt, genau. Die haben mich auch ein paar Mal umgenietet. Oh, ein Fuchsschwanz. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Ein Fuchspelz nochmal. Sind wir schon wieder überladen, bestimmt. Ne, geht noch. Geht noch. Ist noch in Ordnung. Noch passt es. Ja, mal sehen. So, wir müssen eigentlich auch nur auf dem Hauptweg bleiben. Hoffen, dass uns hier nichts anfällt. Das Problem ist halt, solange wir verwundet sind, kann uns jederzeit so eine Wolfsspinne, die wie die da zum Beispiel, überraschen und töten. Das wollen wir nicht. Da will ich natürlich schneller sein. I'll get a land of parcel. Ja, das, Boing. Ach, guck mal. Das stört die gar nicht. Ja, das ist ja gut. Dann lass dich mal nicht stören, liebe Spinne. Ich schieße einfach mal weiter auf dich drauf. Tschüssi. Lass dich mal nicht stören. So, Spinnenaugen nehmen wir auch noch mit. Also mit Steuerung habe ich übrigens das aufgetrennt. Step into in. Das ist natürlich sehr toll. Ja, dazu muss man aber halt auch im richtigen Gebiet sein, ne? Noch ein Fuchspelz. Ja, nehmen wir mit. Das Fuchsfleisch brauche ich nicht zwangsläufig. Diese Blumen sind geil, ne? Eine Erdblüte. Eine Erdblüte. Schön. Dann nehmen wir die Erdblüte mal mit, wenn wir da schon dabei sind. Oh, dahin ist nochmal so ein Dunkelwolf. Der könnte mich auch wieder ein bisschen ärgern. Tja, hättest du wohl gerne, ne? Und das war's dann. Oh, habe ich sogar noch verschwendet hier. Schattenwolfspelz. Okay. Oh, da ist noch einer. Hey. Da ist noch einer. Okay. Ja, der haut schon rein. Aber wenn der hier so nah an mir dran steht, dann kann ich dem natürlich auch ordentlich Schaden machen. Meinerseits. Oh, wow. Ja, das war's wohl. Schattenwolfspelz auch erledigt. Und die Zähne können wir noch mitnehmen. Die wiegen nicht viel. Okay, lasst uns mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir sind schon hier. Das heißt, wir kommen doch relativ fix voran.
Dann müssen wir noch hier durch und dann kommen wir hier unten zu der Stadt, wo es garantiert irgendwelche Häuser gibt, wo wir uns hinlegen können zum Schlafen. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich höre schon wieder eine Spinne. Aha. A land per square of land, you can see them surrounded by a rope. Ja, sehr schön. Das ist korrekt. So, wo sind hier die Spinnen? Da unten ist sie. Okay. Will ich natürlich sehr gerne haben. Okay. Das ist schön. Mache ich hier Schaden? Ich glaube, ne? Ich glaube, ich mache der Spinne Schaden. Ich glaube, die stirbt gleich. Okay, sie ist gestorben. Eieieiei. Okay. Oh, jetzt wird's kritisch. Ich will doch was essen. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Das war verdammt knapp jetzt. So, und die. Ich hoffe, hier läuft nicht noch einer rum. Das war verdammt knapp. Warum konnte ich denn gerade nicht den Verband einsetzen? Gerade sehr weird. Na gut, jetzt geht's wieder. Okay, zwei von den Spinnies auch erledigt. Und hier. Ah, genau, hier ist das Townzentrum. Hier können wir die Stadt theoretisch beanspruchen, wenn wir denn Präsident einer Gruppe wären, 50.000 Gold hätten, 20 Mitglieder hätten, wo wir zwei Vizepräsidenten und so weiter und so weiter und so fort. Haben wir alles nicht. Dementsprechend können wir das Ganze vergessen. Dementsprechend ist das Ganze nicht so wirklich hilfreich für uns. Und eine Stadt, die zu gründen, das hat zwar Vorteile, aber ist halt auch sehr anstrengend auf Dauer, ne? Denn man muss halt regelmäßig Nahrung liefern und so weiter. Ach was, es gibt doch Pferde. Ach was. Ach warte mal. Moment mal. Was muss ich craften? Nee, wo ist jetzt hier der Craft-Modus?